Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Cheeky Boing, das ist Left 4 Dead 2 und bei mir ist der Firefox. Hallo, neue Wir Kampagne, spielen neues die, Glück. genau, Kampagne Brücke, die Brücke. Das ist die zweite Kampagnenmission und ja, wir hatten schon sehr viel Zombie-Schnetzelspaß. 2584. Ungefähr. Ungefähr, über den Daumen gepeilt. Ich habe nicht Genau. ganz genau mitgezählt, aber es müsste stimmen. Müsste passen. Ja. Soll ich starten? Starte einfach mal. Ich klicke jetzt. Wow, gleichzeitig der grüne Haken da gewesen. Nobody survives forever. The The Passing. Passing. Auch Genau. für Überlebende geht irgendwann das Licht aus. Richtig. Tja, Midnight Gibt es Riders, eigentlich ja. irgendwelche Infos bezüglich Left 4 Dead 3 oder ist das so eine unendliche Geschichte wie Half-Life 3? Ich glaube, das ist weniger unendlich als Half-Life 3. Also es soll schon. Aber, ne, und wenn überhaupt. Aber Wolf muss ja ein bisschen was machen jetzt. Also, da muss ja langsam mal was kommen. Das stimmt. Was? If there are zombies, there has got to be Was? vampires, Englisch. wolfman, mummies, aliens, all that shit, Warum ist man. das jetzt Englisch? Keine Ahnung. That's what I've been saying. So, you go ahead and lower that bridge for Warum ist das Nö, jetzt auch eine Englisch? Wumme. Like I've been telling you. Hier ist noch ein Warum habe ich jetzt den blöden Schlegel hier? Oh, I got you. That's what y'all need help with. Wir sind gerade in Amerika, oder? Aber wir sehen, wir sind dieselben Charaktere. Wir sind jetzt mit dem Auto hier an der Brücke angekommen. So, kann man den hier? Nee, kann man nicht. Und nur mal zum Verständnis, es gibt tatsächlich eine Original Left 4 Dead 2 Kampagne und die Left 4 Dead 1 Kampagne, die beide in dieses Spiel integriert worden sind. Die Frage ist, welche haben wir gerade? Ich glaube, wir spielen die Left 4 Dead 2 Kampagne und die Teil 1 kommt dann danach. Okay. Warum ist das jetzt alles Englisch? Okay, ich glaube, so viel sprechen die ja auch nicht hier, ne? Nö, es geht ja Also. eigentlich nur um Zombies töten. Genau. Aber trotzdem würde mich das mal interessieren, warum das gerade Englisch ist. An dem Spiel hat sich ja nichts weiter geändert. Eigentlich nicht. Watch out! Boah, komm hier, Mille. Aber um nochmal aufzugreifen, tatsächlich Half-Life 3, ich denke, es wird, und da möchte ich vorgreifen den Fans und Valve, es wird irgendwann erscheinen. Da ist wie Duke Nukem, wird es irgendwann erscheinen. Nur es wird gut sein. Na, ich glaube, da wird sich dann auch Valve richtig Zeit lassen. Aber das wird so ein Geheimnis werden. Das so Ja, von jetzt auf sofort, es ist da, weißt du? ja, genau. Und es wird sich verkaufen wie geschnitten Brot. Mindestens. Die werden da so viel Kohle mit scheffeln. Ich meine, die haben ja richtig gut hingelegt, muss man ja sagen. Also Ja. durch die Steam-Plattform, ich glaube, was Besseres konnte denen gar nicht passieren. Richtig. Weil ihre Plattform ist, sie hat zwar Lücken und Macken, ja, aber hier ist eine Pumpgun. Was hab ich denn hier? Ich will aber die Pistole. Pumpgun. Oh, wir kriegen Besuch. Jesus Christ. Wow. Was ist denn hier los? Hat irgendjemand Zucker in seinen Taschen oder warum? Ja, ich. Wo müssen wir denn eigentlich lang? Kann ich mir hier Munition holen? Nochmal? Oder müssen wir hier Doch. durch? Müssen wir hier durch? Hey, hier hinten geht's weiter. Pills. Hier ist ein Boomer oder so, oder? Nee. Na, irgendwas ist hier. We got a hunter. Run! No, 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 go on. Shoot! Let's try him. Boah, so eine Scheiße. Er ist tot, ne? Nee. Jetzt ist er Jetzt tot. ist er tot. Hmm.
Hier ist das Frauenklo. Was ist das hier? Was ist das? Ach so. Okay. Ich hab hier Computer! Lass uns was zocken! Naja, man vermutet ja, dass Valve an dem Anspruch halt scheitern würde, Half-Life 3, aber das glaube ich nicht. Ja, aber selbst wenn. Oh, hier ganz, ganz viele Pipe-Bombs. Gerne, ich meine, die haben ja nun mit 1 und 2 die Messlatte sehr weit hochgesetzt, muss man ja auch sagen, ja. Aber ich denke mal, selbst wenn man das immer als Maßstab nehmen würde, dann würde kaum ein anderes Spiel rankommen. Also man muss dann auch mal ein bisschen, ne? Ist ja auch Schwarzmalerei irgendwie, ne? Hier ist irgendwo ein Granatwerfer. Hier ist so eine Munitionskiste. Warum müssen die Pipe-Bomb raus? Weil da Zombies sind. Waren. Ganz viele. Okay. Don't shoot that car. Down this alley. Einige Autos verfügen über eine Alarmanlage. Reloading. Was? So das da zum Beispiel, ne? Soll ich mal drauf schießen? Achtung, Pipebomb! Sehr gut. Ah. Reloading! Reloading! Reload! Lock and load! Im Übrigen gibt's morgen Geschnetzeltes, ja? Lecker, lecker. Ich habe heute Sushi gegessen und zwar echt? So viel Sushi, dass mir richtig schlecht ist. Echt? Was war so? So vegetarisches oder? Also alles zusammen. Und gebratenes. Also kein Sushi. Also was so beim Chinamann halt gibt. Ach so, okay. Aber vor allem Sushi. Und der ist so ein Edel-Sushi-Typ. Wir haben 130 Euro bezahlt. Was? Mit 4 Leuten halt, ne? Ach so, okay. Ich dachte zu zweit. Nee. Da hätte ich schon längst den Sushi-Dealer meines Vertrauens gewechselt. Ey, ist halt, du buchst halt ein Buffet und kannst dann halt über iPad bestellen, kriegst dann halt dein Zeug. Fährt dann an wir vorbei? Nee, so eine Sushi-Bar ist das nicht. Nee, so eine ist halt nicht. Ah, die finde ich ja cool. Gibt's in Berlin, in der Jägerstraße. Ja, und sowas gibt's Sushi-Circle. Ja. Auch ganz witzig, ne? Das fand ich eigentlich bisher immer cool, aber da sind wir immer nur hingegangen nach Berlin. Das ist ja auch immer eine Ecke, wenn All You Can Eat war. Weißt du? Dann hast du dann deine 20 Euro bezahlt, hast deinen Jasmin-Tee gekriegt und dann hast du gegessen, bis der Arzt kommt. So ungefähr war das heute auch. Dankeschön übrigens für die Aktion jetzt hier. ich wollte das gar nicht. Tut mir leid. Ja, alles gut. Ich wollte das. Ich bin völlig unschuldig. Ich merke das schon. Kommt ihr auch mal oder was macht ihr? Wir haben hier gerade Besuch. Von fein gekleideten Menschen in Zwirn. Zombies in Zwirn. Okay, cool. Oh, scheiße. Kommst du mal? Ich bin ja oben, ne? Das ist schön, wir haben hier noch zu tun. Okay. Ich komm mal hoch. Scheiße. Ne? Scheiße. Weapons over here. Mein Gott. Hast du es im Griff, oder? Ich komm hier nicht mehr weg. Ich glaube, ich bin tot. Mein Gott. Get up. Los, steh auf hier. Ja, ich komme ja schon. Danke. Ich heile mich mal eben. So, alles wieder gut. Ich habe übrigens gerade 2 Waffen.
Wer macht gleichzeitig. Wer macht denn hier so einen Krach? Was haben wir hier? Ach, hier sind wir reingekommen, okay. Wer macht denn hier den Krach? Ich weiß es nicht. Warum klopfen die an die Toilettentür? Da sitzt jemand drin. Nö, ist keiner drin. Also ich bin jetzt hier drin. Tschüss. Tschüss. Ach die. Naja. Und wie war's? Kurz. Kurz. Ich bin nicht, Was ist hier hinten? Zum Abschluss gekommen. Nee. Aber abgezogen hast du. Ja, natürlich. Guck mal, hier ist ein dunkler Raum. Warum? Weiß ich nicht. Mit zwei Türen. Ich nehme die rechte. Geht nicht auf. Richtig. So. Wir müssen, glaube ich, durch den Park. Ich habe keine Muni mehr, weil ich hier einfach nur am Rumschießen bin. Hier lacht jemand. Was? Junkies? Ja, nee, Jockeys. Wo? Wo? Da. So. Diese Grütze hier immer. Ja, ja, die grüne. Das Mädchen. Irgendwo eine Witch. Hier ist eine Hochzeitsgesellschaft, im Übrigen, ja? Ja. Wir sollten... Reloading. Was ist das denn hier? Musik? Mach's nicht an. Ich hab's angemacht. Och, Firefox. Ah. Das war ein Fehler. Ich heile mich mal. Okay, ich habe mich geheilt. Warum ist die Musik noch an? Weil das eine schöne Musikuntermalung ist. Kann man nicht mehr ausschalten. Boah, was ist das für ein Scheiß-Song? Joe Cocker auf Koks oder was? Watch out! So. Ich hab mal. Joe Cocker auf Koks. Ich hab mal die Veranda hier unter Strom gesetzt, da drüben. So, jetzt können wir erstmal verschnaufen. Ist das Joe Cocker auf Koks hier? Ja, irgendwie so, ne? Ja, der hat Zucker in der Hosentasche. Was ist hier drüben drin, ne? Oh, hier gibt's Munition. Ich komme. Gibt's auch hier neue Waffen? Sturmgewehr? Ja, aber immerhin Munition. Energie? Get down here. Safe house is in the building. Okay. Awesome! Reloading! I'm a reload! So, sollen sie kommen? Ich telefoniere mal eben. Hallo, 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 hallo. Mom? Hol mich hier raus! Hol mich hier raus! Reloading. Hallo! Düt. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Keine Nummer unter diesem Anschluss, oder? Nicht aufs Auto schießen. Reloading. Welches? Das hier. Okay, dann lassen wir das mal. Oh, da kommen Zombies. Hier ist ein Safe Point. Yeah! Alle rein hier. Ja. So. Ich bin bereit. Warte mal, erstmal machen wir hier alles fertig. So. Okay, ich mach die Tür zu. Ich heile mich. Alles klar. Super. Ja, das ist gut gelaufen. Aber das ist ja auch die erste Mission in diesem Kapitel, ne? Auch ein bisschen einfacher, ne? Deswegen machen wir an der Stelle wieder einen Cut. Wir sind safe und wir sehen uns in der nächsten Folge. Genau. Tschüss.